Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Gran Turismo 3. Wir starten diese Folge relativ entspannt mit dem Super Speedway. Dem Namen wird diese Strecke leider nicht ganz gerecht, weil es ist kein Super Speedway. Da muss man nämlich nicht vom Gas gehen für die Kurven. Aber nichtsdestotrotz, wir haben hier 10 Runden und wir werden hier sauberst durchfahren. Auf geht's mit unserem wunderschönen Honda Arta NSX. Und uns fehlt anscheinend ein bisschen Speed. An dieser Stelle mal eine Sache kurz thematisiert. Vielleicht spreche ich das auch nochmal in dem Endurance-Rennen an, was ich nach diesem Rennen, also nach dieser Folge hier aufnehmen werde. Aber was vor dieser Folge rauskommen wird. Ich habe aktuell auch unfassbar Bock auf so irgendeine GT-Challenge oder so. Was war das denn? Der Sound hat mal kurz ein bisschen ausgesetzt. Aber war es vom Auto oder vom Spiel? Weird. Auf jeden Fall. Da war wieder das... Was ist denn hier beim Sound los? Also es gibt auf jeden Fall auch andere YouTuber und Streamer, zum Beispiel Dustin Eden, der macht halt auch so ein paar Challenges und so. Es gab ja auch ein, zwei Challenges, die hier vorgeschlagen wurden. Zum Beispiel nur mit Preisautos. Das macht er tatsächlich auch aktuell. Und ich hätte halt aktuell eigentlich auch Bock auf so eine Challenge. Die Frage ist halt, ob ich just diese Challenge dann auch machen würde. Die wurde ja auch, glaube ich, vorgeschlagen, so ziemlich 1:1 genau. Oder ob ich nicht eventuell sage, ich versuche mal eine Challenge, dass ich quasi alles auf Gold mache. Also auf 100% beziehungsweise mache. Und da möglichst versuche unter 100 Stunden... Gesamtspielzeit zu bleiben, weil ich habe das Spiel ja schon mal einmal komplett auf Gold, wirklich alles Arcade-Mode inklusive Simulationsmodus komplettiert und ich habe da 130 Stunden etwa gebraucht, wovon ungefähr 6,5 Stunden, glaube ich, die S-Lizenz gewesen sein dürfte. Aber ich hätte definitiv auch ein paar Ideen, wie man das alles abkürzen könnte. Einfach irgendwie ein Formel-Auto nehmen und easy peasy einfach Meisterschaften rocken und so weiter und so fort. Einfach möglichst schnell zu einem Formelauto kommen. Ich habe ja schon ein, zwei Mal den Weg gezeichnet, wie das möglich wäre. Und das wäre tatsächlich einfach mal so ein Gedanke, was man machen könnte. Und worauf ich da schon Bock hätte. Ich würde das allerdings eher im Stream tatsächlich machen. Man würde mich dann einfach jedes Mal, wenn ich gerade Bock auf GT3 habe, dahin pflanzen und würde das dann einfach am Stück zocken. Und ich würde mir dafür mal den japanischen Spielstand nehmen, beziehungsweise das japanische Spiel. Aus dem ganz simplen Grund, weil ich auch mal die dritte Version spielen möchte. Und was gibt's in der japanischen Spielversion, was es hier nicht gibt? Einen Lamborghini. Da gibt's den Diablo Nomad, heißt der, glaube ich. Und da würde ich den auch gerne mal testen wollen. Den hätte ich auch mal gern. Und das wäre, glaube ich, mal echt eine coole Challenge. Also wie gesagt, der einfachste Weg, wenn jemand gerade überlegt, wie soll man das denn machen? Der einfachste Weg ist tatsächlich, einfach zu sagen, hey, du schnappst dir quasi die Time Trials, versuchst du halt quasi Gold überall zu erzielen, im Arcade-Modus die Time Trials, machst schnell alle Lizenzen einmal durch. Bei den Time Trials bekommst du halt den Panos Esperante. Mit dem fährst du quasi, sorry, mit dem fährst du quasi vielleicht ein paar OS-Rennen oder du verkaufst den einfach direkt. Geht theoretisch auch. Wobei, der hat einen Frontmotor, den könnte man eventuell noch für ein paar Rennen behalten, wo man zum Beispiel den Formelwagen nicht nutzen kann. So FR-Rennen oder so kannst du mit dem alle, glaube ich, dann easy peasy abschließen. Von dem Geld, was du verdienst, holst du dir die Viper. Mit der Viper gewinnst du Like the Wind. Gewinnst dann den Mazda 787B. Und damit geht's dann zu diesem Rennen mit 100 Runden hier, mit dem Oval, packst einfach maximalen Abtrieb auf den Mazda und kannst da einfach ganz easy die letzte Kurve auch fast voll nehmen, fährst eine halbe Minute pro Runde, inklusive Turbo-Tuning, ballerst du alles weg, wirklich.
Und hoffst dann auf ein Formelauto. Und wenn das nicht passt, dann musst du vielleicht nochmal irgendwo anders ein Endurance-Rennen fahren. Ja, dann musst du die Endurance-Rennen nach und nach und nach erledigen und hoffen, dass du irgendwann einfach ein passendes Auto kriegst. Das ist natürlich eh so ein Ding mit diesen Endurance-Rennen. Du musst halt Glück haben, das Auto zu bekommen, das du auch unbedingt willst. Wenn es halt nicht passt, dann passt es halt nicht. Aber das ist halt so ein bisschen dann der Matchplan. Und mit dem Formel-Auto, ey, wie gesagt, wenn du es halt ein bisschen früher hast, dann kannst du natürlich viel, viel früher anfangen, schon mit dem Formel-Auto, statt mit dem Mazda 787B zu fahren. Und dann wird auch so ein... Dann wird auch so ein Endurance-Rennen plötzlich viel, viel kürzer für dich, weil du dann tatsächlich, ja, pro Runde vielleicht eine halbe Minute oder so sparst. Ich habe noch einen cooleren Plan, ich habe noch eine coolere Route. Es gibt ja auch Endurance-Rennen, die quasi zeitabhängig sind, ne? 2 Stunden Rom, 2 Stunden Trial Mountain, die fährst du als erstes. Weil beim 787B hier besteht die Gefahr, dass du kein Formelauto bekommst. Aber wenn du 2 Stunden Rom oder 2 Stunden Trial Mountain fährst und da ein Formelauto kriegst, dann bist du hier schon schneller als mit dem 787B. Wie geil ist das denn? Okay, ich habe eine neue Route. Das ist einfach ein Masterplan. Ja, Leute. Ey, wir machen hier gerade Speedrun-Strats. 100 Stunden Speedrun aber wohl bemerkt, ne? Fast 100 Stunden. Ja, ich würde das auch jetzt nicht unbedingt so machen, dass ich da eine Woche 14 Stunden am Tag streame oder 2 Wochen 7 Stunden am Tag streame oder so, sondern das würde ich dann schon so machen, dass ich quasi jede Woche mal einen Stream mache, 4-5 Stunden oder so, oder immer wenn man Bock drauf hat. Man müsste halt irgendwie nur einen Timer laufen lassen. Das wäre ganz, ganz wichtig. Theoretisch könnte man das aber auch dann für YouTube mal dokumentieren. Wäre auch eigentlich nicht schlecht. So ein halbes Jahr später einfach rausballern, so als nachträglicher Content für alle, die sagen, nein, Dave hat seinen 100% Run in der US-Version schon abgeschlossen. Ich will aber noch Gran Turismo 3 Content. Ja, was aktuell tatsächlich auch so ein bisschen Thema ist, ist jetzt quasi schon eine Woche her, seit das Video dann kam, über das jetzt gesprochen wird, aber ist tatsächlich so ein bisschen so ein Ding. Ich habe ja jetzt vor einer Weile angekündigt, dass ich jetzt auch ein bisschen Content-seits was umstelle. Was ich cool finde, ist, dass auf dem Uncut-Kanal jetzt nicht so ein krasser Knick zum Beispiel bei den Aufrufzahlen kam. Also die Gran Turismo 7 Videos zum Beispiel, die erzielen jetzt nicht ganz die Aufrufe, die sie auf dem Hauptkanal erzielt haben, aber good enough. Jedoch habe ich da ja auch im selben Atemzug angekündigt, ey, auf dem Hauptkanal kommen ein paar neue Formate und so und coole neue Ideen. Und ich muss sagen, es ist immer ein bisschen ernüchternd auch, wenn du eine geile Idee hast, da richtig viel Aufwand dahinter steckt. Und wenn diese Idee, in dem Fall jetzt in Gran Turismo 7 umgesetzt, Straße versus Rennwagen oder Serien versus Rennwagen, wenn das dann schlechter performt als im Prinzip die anderen Gran Turismo 7 Let's Play Videos. Und dann sitzt du da und denkst dir so, weil dieses Video hat tatsächlich so, allein 3 Stunden im Schnitt gekostet. Plus ein bisschen Nachvertonen noch. Ich habe das wirklich morgens um 7 angefangen, den Schnitt, und bin um 10 Uhr ungefähr fertig geworden. Und habe mich dann pennen gelegt. Und ich habe tatsächlich davor halt auch diese ganzen Replays natürlich nochmal aufgenommen. Was jetzt nicht unbedingt aktives, hey, ich guck da jetzt eine Stunde hin ist, aber das war schon so,
du lässt es eine Stunde laufen und musst schon immer wieder einen Blick darauf haben. Ja, du kannst nebenbei zwar Dexter oder so laufen lassen, du kannst gerne eine Serie gucken, aber du musst auch ein Auge auf dieses Ding haben. Und letztendlich habe ich da vier oder fünf Kameraperspektiven aufgenommen, von der ich eine, glaube ich, am Ende gar nicht nutzen konnte, aber die waren jeweils 10 Minuten lang, die Replays, heißt ungefähr eine Stunde, wo du alle 10 Minuten nochmal das Replay neu starten musstest, gab es da schon. Das heißt, 2 Stunden Replays nochmal aufgenommen und natürlich das Fahren selbst. Und die Aufnahme hat auch nochmal eine gute Stunde in Anspruch genommen. Also insgesamt waren da so 6 Stunden drin. Wo man jetzt aber sagen würde, wahrscheinlich so, boah, Dave. Ja gut, ein bisschen Skript schreiben noch, also sagen wir mal, inklusive Thumbnail und allem anderen, sagen wir mal so 6 bis 7 Stunden. Ja. Je nachdem, wie man da, wie generös man rechnen möchte, in die eine oder andere Richtung. Das ist aber so der zeitliche Aufwand, den du im Prinzip brauchst, wenn wir etwa von 40 Minuten Videos ausgehen bei Gran Turismo 7. In 6 Stunden kriegst du dann insgesamt 9 Folgen hin. Plus eine Stunde für alle Thumbnails und Co. Tja, da bist du eigentlich am Ende zahlentechnisch zumindest besser beraten, wenn dieses Video halt genauso performt wie ein Gran Turismo 7 Let's Play Video. Da denkst du dir auch so, Leute, guck das Video, das ist so cool, so viel Aufwand, der da reingeflossen ist, das ist so cooles Production Value, das ist so geil. So, ey, vielleicht ist es jetzt eine Woche später tatsächlich dann richtig krass am Performen und YouTube denkt sich, boah, cool, das ist ja hochwertig produziert, weil YouTube hat anscheinend auch ein bisschen sowas im Algorithmus drin, dass es auch ein bisschen danach geht, was ist mit wie viel Aufwand und Schnitt und so gemacht worden. Zumindest meinte das Rob Bubble so grob. Vielleicht ist es auch so, dass Leute einfach eine längere Zuschauerbindung haben, also dass sie länger dranbleiben beim Video, wenn es cooles Production Value ist. Vielleicht kommt es daher und das ist gar nicht so, dass der YouTube-Algorithmus an für sich den Aufwand bewertet. Weil es natürlich auch schwierig, gesamt den Aufwand zu bewerten, ist schon klar, aber irgendwo gab es schon zumindest eine Korrelation zwischen mehr Aufwand und erfolgreicherem Video. Oh mein Gott. Und vielleicht geht es halt mega krass durch die Decke, weil es auch Leute weiterempfehlen oder sonst was, aber so Stand jetzt, ich kann aber gleich gucken, wie viel Aufrufe das so nach ein paar Stunden hat. Stand jetzt performt es tatsächlich so ungefähr wie die F1-Manager-Videos, die in der Tat, obwohl sie sich dann immer wieder auch mal zurückgewünscht wurden, derzeit die am schwächsten performenden Videos sind auf dem Hauptkanal. Ist ein bisschen schade. Aber ich lasse den Kopf nicht hängen, ich werde einfach ein bisschen mehr testen. Vielleicht auch mal ein bisschen einzigartige Geschichten mal hier oder da wieder starten. Das Problem ist halt, dass du da wirklich Content-Ideen auch wirklich erstmal brauchst. Aber wenn du halt die Ideen hast, dann kannst du halt machen, 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 machen. Das ist dann eigentlich ganz cool. Aber da musst du halt auch immer wieder eine neue Idee haben. Deswegen, mal schauen, wie sich das so weiterentwickelt. Aber Stand jetzt, wie gesagt, das eine neue Format, das ist so, hätte cooler ankommen können. So, ich schau mal gerade. Wir haben jetzt 6 Stunden 12 Minuten nach Veröffentlichung, ich schau mal gleich. Vorwärts oder rückwärts kam allerdings sehr gut an. Wobei da auch immer die Frage ist, wie entwickelt sich das in Folge 2 und 3? Weil die erste Folge kann theoretisch immer richtig geil sein. Folge 2 und 3, dafür hat sie wenig Aussagekraft. Es ist knapp vor den F1-Manager-Videos mittlerweile. Aber trotzdem halt 4.500 Aufrufe nach 6 Stunden, 6 Minuten. Ey, Leute, das ist natürlich eine geile Zahl, ne? Ich will mich nicht beschweren. Die Leute sind durchschnittlich etwas mehr als 5 Minuten dran geblieben. Das sind fast 50% durchschnittliche Wiedergabedauer. Aber wie gesagt, wenn in so einem Video mehr Herzblut steckt, dann hofft man schon, dann drückt man dem Video schon so insgeheim ein bisschen die Daumen. Da hätte ich auch ehrlich gesagt kein Problem damit, wenn jetzt, sagen wir mal, so ein Gran Turismo 7 Classic Let's Play einfach ein bisschen weniger Klicks haben würde, wenn stattdessen dieses Video mehr hätte. Das, weil da hängt man halt ein bisschen mehr dran, wenn da ein bisschen mehr Arbeit da rein drin steckt. Ist ja eh so ein Konzept.
was in vielen Bereichen tatsächlich auch funktioniert, dass wenn du mehr dich da rein investierst, dass du dann auch mehr an so einer Sache hängst. Ich meine, es klingt ja jetzt sehr, sehr logisch, aber an für sich finde ich es halt trotzdem in einiger Hinsicht sehr krass, wie sowas sich auswirken kann. Bei teilweise Faktoren, die eigentlich gar nicht so relevant sein sollten. Nehmen wir mal eine Sache. Thema Geld, was du für Videospiele ausgibst. Mir ist es tatsächlich häufiger aufgefallen, dass sobald ich keine Kohle für ein Videospiel ausgebe, weil es jetzt im Abo drin steckt und so weiter und so fort, die Schwelle zu sagen, ich spiele es jetzt einfach nicht mehr und ich spiele einfach was anderes und teste es was anderes, so nach 10 Minuten vielleicht sogar, die Schwelle ist super gering. Das ist super niedrig angesetzt, diese Schwelle. Während wenn du 70 Euro für ein Spiel ausgibst, jetzt schon denkst so, ich gebe dem jetzt schon mal zumindest noch mal eine Stunde länger eine Chance. Da hast du natürlich die Fälle wie No Man's Sky oder so, was am Anfang ja definitiv nicht so war, wie man es erwartet hat und wie man es sich gewünscht hatte. Mittlerweile anscheinend ja ein passables Spiel ist, aber ich glaube trotzdem ist es nicht mal ganz mein Genre. Da hast du natürlich so Fälle, da hast du vielleicht sowas wie Elden Ring, wo du nach 5, 6, 7 Stunden merkst, boah, ist vielleicht nicht ganz meins, aber darum geht's ja. Du zockst nicht 10 Minuten und sagst, boah, nee, Brody. Sondern du zockst 5, 6, 7 Stunden und sagst, nee, Brody. Und das ist halt schon der Riesenunterschied, den man da im Endeffekt hat. Und deswegen ganz, ganz entscheidende Sache. Ja, aber insgesamt muss ich tatsächlich sagen, und das ist am Ende so das Positiv oder das Wichtigste, dass man da Positives rausnimmt. Gran Turismo 7, diesen Vergleich zu machen, AMG GT3 und AMG GT Black Series, das war sehr spaßig. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil das war mal so ein Video, auch wenn der Schnitt immer am Ende mir sehr viele Probleme bereitet, ich erkläre gleich warum, habe ich mich da gerne hingesetzt und das aufgenommen, weil sich das auch mal für mich wieder ganz frisch angefühlt hat, so auch mal zu überlegen, was für ein Video kannst du machen und wie genau kommst du da jetzt hin, was machst du, wie gestaltest du es und so und wie cool wäre das am Ende, wenn du so mal den Vergleich hast. Und ich sag mal so, das Ergebnis fand ich auf jeden Fall etwas unerwartet. Das habe ich definitiv nicht so erwartet, wie es dann letztendlich eingetreten ist. Und insofern war das schon cool, als so vielleicht Einzelvideo, vielleicht als Start eines Formats, mal schauen. Da muss man halt gucken, was kann man noch weitere Vergleiche machen. Ich bin ganz ehrlich, jetzt zum Beispiel ein Porsche GT3 RS muss ich dann nicht wirklich mit dem 911 RSR, der im Spiel vorhanden ist, vergleichen. Weil 911 RSR halt auch noch ein GTE-Auto ist und mit allem den Boden wischen kann im Zweifel. Weil GTE-Autos sind ja auch nochmal schneller als GT3-Autos. Wenn der neue GT3 RS dabei wäre, dann wäre es vielleicht interessant. Aber ansonsten muss man mal gucken, was man da noch machen kann, also wo man da noch Sachen nachreichen kann. Aber das ist halt zumindest schon mal ein sehr geiles erstes Video zu so einem Format gewesen. Und im Zweifel, habe ich schon überlegt, könnte man auch mal einen Vergleich auf der Nordschleife machen mit beiden Autos. Und sagen, hey, wir waren zuletzt am Nürburgring-GP-Kurs, jetzt nochmal Nordschleife.
top letzte Kurve stark. Also trotz top letzter Kurve waren wir da nicht ganz so schnell. Ja, also die Rennen sind natürlich ein bisschen einfach und es gab auch letztens nochmal eine Rückfrage, ob ich es denn spannend finde, wenn man im Prinzip so überlegen ist. Es war auch eine sehr liebe Rückfrage, also so, hey Dave, nichts für ungut, alles entspannt. Oft wird ja so ein No-Hate oder so geschrieben, wo ich mir denke so, hä, das kann man auch nicht mal irgendwie missverstehen, so. Ja, No-Hate, Dave, aber, keine Ahnung, warum hast du den Frontflügel gewechselt oder sowas? Denke ich mir mal so, okay, das klingt jetzt auch nicht wirklich nach Hate, aber wenn jemand quasi definitiv sicherstellen möchte, dass man da nicht auf Konfrontationskurs ist, ist ja okay. In dem Fall war es, glaube ich, gerechtfertigt, weil ich sag mal so, man liest Kommentare gerne mit so einem Unterton im Hinterkopf, so, ey, jetzt mal im Ernst, macht dir das wirklich Spaß, wenn du die ganze Zeit in einem überlegenen Auto bist? So kann es halt auch im Zweifelsfall rüberkommen, deswegen gut, dass das da auf jeden Fall dazu stand, dabei stand. Letzte Kurve jetzt übrigens auch sehr schön gewesen, später Apex. Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, ja, es macht Spaß. Also, ganz unironisch, ich finde es wirklich sehr, sehr cool, Gran Turismo 3 zu spielen und es ist eigentlich nach wie vor tatsächlich so mit eins meiner liebsten aktuellen Videoreihen. Aktuell habe ich auch sehr viel Spaß bei Gran Turismo 7 tatsächlich, aber Gran Turismo 3 ist auch jedes Mal ein inneres Blumenpflücken aus einem ganz einfachen Grund. Die KI-Stärke oder auch vielleicht manchmal im Zweikampf passt vielleicht nicht. Was ich allerdings immer bei diesem Spiel wertschätze, ist, du hast einfach beim Fahren eine Menge Spaß. Und das Problem ist jetzt, ich kann es nicht wirklich genau erläutern, woran das liegt. Aber die Autos fühlen sich ziemlich direkt an. Sie fühlen sich extrem gut an. Du hast immer das Gefühl, dass du schon gut kontrollieren kannst, was das Auto macht. Wenn ich jetzt ein bisschen konzentrierter wäre, würde ich wahrscheinlich auch mehr Apexes treffen und so weiter und so fort. Also du hast da schon ein extrem gutes Gefühl. Strecken sind natürlich auch noch ein kleiner Faktor, aber primär ist es halt wirklich, die Autos fahren sich geil und man fährt dann sehr, sehr gerne so ein Rennspiel. Auch Need for Speed zum Beispiel fahre ich nicht, um ja, spannende Rennen zu haben. So Need for Speed fahre ich im Zweifelsfall auf einem einfacheren Schwierigkeitsgrad sogar, damit ich garantiert habe, dass ich die Rennen immer gewinne. Aber hier ist es dann tatsächlich so, dass das reine Fahren, so wie auch dann in Need for Speed, wirklich einfach nur Spaß macht. Und jetzt natürlich die Frage, warum ist man meist overpowered? Also jetzt habe ich an diesem Auto nichts verändert. Ich habe nichts getuned oder so. Es hat sich jetzt einfach leider so ergeben, dass dieses Auto einfach OP ist jetzt gegen die anderen Autos. Oder dass die KI einfach jetzt gerade nicht so schnell ist. Wir sind ja auch in der Amateurliga aktuell unterwegs. Ich glaube, das hat auch noch einen Einfluss. Nicht nur die Fahrzeugperformance ist stärker, je höher du mit den Klassen gehst, sondern auch die KI-Performance. Würde ich zumindest sagen. Ist es. Okay, das ist die 11er Strecke. Ja, aber ansonsten versuche ich ja die Autos tatsächlich auch nie so krass overpowered zu machen. Ich gebe ja schon mein Bestes, dass wir performance-technisch immer so ein bisschen auf Augenhöhe sind, vielleicht knapp drüber sind, falls ich mir dann wirklich mal ganz große Böcke erlaube. Aber ich versuche es ja schon irgendwie größtenteils, dass ich dann einfach etwas ausgeglichenere Performance habe. Das Problem ist halt, und da muss man Gran Turismo 3 definitiv für kritisieren, finde ich, du hast halt keinen klaren Gradmesser, wie stark dein Fahrzeug für ein bestimmtes Rennen sein sollte. Das Spiel sagt dir jetzt nicht zuverlässig, hey, hier ist
dieser ARTA NSX jetzt zu stark. Ich meine, gut, jetzt sind wir halt gegen Autos unterwegs, die halt aus derselben Klasse kommen, aus derselben Fahrzeugklasse und so. Insofern, das sind schon ähnlich starke Autos, klar. Aber bei anderen Kombinationen wäre es natürlich interessant, das zu wissen. Wobei man auch da sagen muss, ein Gran Turismo 7 zum Beispiel, das hat so ein System. Aber ein Gran Turismo 7 hat dann leider wiederum ein sehr wenig homogenes System, weil es dir zwar einen Leistungspunkte-Indexwert vorgibt, Alter, was für ein Wort, aber du, wenn du diesen Wert einhältst, mal viel zu stark bist und mal viel zu schwach bist im Vergleich zur KI. Das ist leider immer wieder mal so ein Problemchen und so ein zuverlässiger Wert, hey, dein Fahrzeug muss so oder so stark sein, das wäre richtig cool. Aber, wie gesagt, hier gibt es gar keine Werte und da, wo es Werte gibt, ist es halt häufig so, dass es halt nicht gut gebalanced ist. Einerseits, was den Schwierigkeitsgrad der Gegner angeht, das variiert natürlich auch je nachdem, welche Strecke du gerade fährst. Also mal angenommen, du hast jetzt einen Dude, der hat ein richtig gutes Auto für Kurvenfahrten, ein Lotus Elise. Und dann fahrt ihr eine absolute Topspeed-Strecke. Da kann der Lotus Elise noch so sehr in der BOP quasi oder bei diesem Leistungspunkte-Index das stärkste Fahrzeug sein. Auf den Geraden wird er wahrscheinlich verhungern. Aber selbst wenn du quasi da so einen Average-Wert nimmst und sagst, ja, im Schnitt wird der Elise sehr stark sein und das Auto sehr schwach oder so, dann sind es ja trotzdem so Geschichten, wo am Ende nicht ganz optimal gebalanced wird. Zum Beispiel bei Forza Motorsport 3. Also ich rede jetzt nicht davon, Spieler zu KI, ja, das ist natürlich auch ein Aspekt im Sinne von, hey, bei Gran Turismo 7, wenn du dann irgendwann merkst, okay, die KI geht immer an 700 Leistungspunkte ran, ich kann immer so 20 Leistungspunkte weniger mitnehmen und dann ist das der Schwierigkeitsgrad, der am besten für mich passt. Das wäre eigentlich wirklich optimal, weil da kannst du sowas halt wirklich machen. Aber mir geht es darum, dass auch zum Beispiel, wenn du ein 680 Leistungspunkte Auto nimmst, das nicht immer so stark ist wie ein 680 Leistungspunkte Auto. Also selbst ohne gröbere Streckencharakteristika da zu verändern oder so. Oder welchem Fahrzeug gefällt es auf welcher Strecke mehr. Wenn du jetzt, sagen wir mal, ein Audi R8 und ein Mercedes AMG GT hast und du nimmst den Nürburgring GP-Kurs und eigentlich gefällt es vielleicht beiden Autos gleich da, dann kann es trotzdem sein, dass der eine Wagen bei 580 oder 680 Punkten oder so, dass der da richtig gut performt und der andere halt eben nicht. Und das ist halt tatsächlich immer so ein kleines Problemchen, was da mitschwingt bei diesem ganzen Balancing-Thema, dass man leider, leider einfach doch irgendwo sagen muss, dass dieses Balancing unheimlich schwierig ist aufgrund so zahlreicher Faktoren. Das ist wirklich der helle Wahnsinn. Also, wie gesagt, worauf ist dein Auto ausgelegt? Welches der Autos nimmst du? Wie viele Leistungspunkte hat dein Auto? Wie viele Leistungspunkte haben die gegnerischen Autos? Worauf genau sind die denn ausgelegt? Allein das sind so Faktoren, die sowas von alles durcheinander wirbeln. Und es gibt es manchmal in extremerer Form, manchmal in weniger extremer Form. Wo es mir ganz extrem aufgefallen ist, war ein Ride 2? 3? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall nicht im vierten, weil den habe ich zu kurz gezockt, als dass es mir da aufgefallen sein könnte. Da ist es auf jeden Fall so gewesen, dass ich dann zwei verschiedene Bikes hatte und die hatten leistungspunktetechnisch ähnliche Werte. Und ich weiß auch noch, dass ich zum Beispiel, als ich mich darüber aufgeregt habe, hä, warum haben die gleich viele Leistungspunkte, aber das eine Bike ist besser als das andere, dass ich dann auch in den Kommentaren gelesen habe, hey Dave, ja, aber du kannst ja auch schlecht diesen Typ Motorrad mit diesem Typ Motorrad vergleichen. Oh, ich habe gerade nicht hochgeschaltet. Ich war gerade im Forza Motorsport 3 Modus. Ich dachte, was ist da los? Warum gibt es da so eine rote Kontrollleuchte auf der rechten Seite? Das war die Handbremse, statt hochzuschalten. Upsi-dupsi. Ja, das ist mir schon klar, dass man im Zweifel vielleicht die Motorräder nicht vergleichen kann, denke ich mir dann immer. Aber in dem Moment mache ja nicht ich den Vergleich, wenn ich sage, dieses Motorrad hat 417 Punkte,
das andere, was auf der Strecke langsamer performt, hat sogar 418 Punkte, sondern das Spiel macht ja den Vergleich auf. Und da gibt es halt, wie gesagt, so ein paar Inkonsistenzen. Und die gibt es teilweise von Spielreihe zu Spielreihe unterschiedlich auch über die verschiedenen Ableger der Reihe hinweg. Zum Beispiel habe ich jetzt jüngst ja in Forza Motorsport 3 dann auch mal den... Jetzt habe ich schon wieder... Ich darf nicht mehr über Forza reden, ich drücke einfach die falsche Taste zum Hochschalten, Alter. In Forza 3 habe ich ja jetzt jüngst über den Audi A8 eine Folge gemacht. Und ich bin ziemlich unmittelbar danach auch den SL65 AMG Black Series gefahren. Und alter Falter, ist der Audi OP. Also ich habe das Gefühl, der Audi ist so ein klassisches Auto, was so 30, 40 Leistungspunkte weniger im Index haben kann. Und womit du allen um die Ohren fährst, während der Mercedes diese Performance wirklich erst hatte, so wenn du wirklich so, ja, sagen wir mal 30, 40, 50 Punkte mehr als der Audi hattest dann auch tatsächlich. Jetzt denkt man sich so, hä, aber mit dem Audi hast du doch gesagt, fährst du Autos, die 30, 40 Punkte mehr haben um die Ohren. Ja, meist performt man aber selbst besser als die KI, deswegen diese kleine Anmerkung noch. Aber das ist halt so ein krasser Punkt, wie ich finde, dass du letztendlich dann schon irgendwie einen beträchtlichen Unterschied hast, eben zwischen den etwas weniger stark gebalanceden Autos und den stärker gebalanceden Autos. Und das finde ich in Summe dann schon sehr, 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 sehr interessant, das immer wieder auch mal zu beobachten. Und das zeigt einem auch einfach, so BOP-Geschichten sind halt teilweise einfach super schwierig. Soll jetzt nicht unbedingt die teilweise sehr eintönigen oder einseitigen BOPs in GT7 verteidigen, weil ich finde, wenn du innerhalb einer Fahrzeugklasse bleibst, so Gruppe 3 oder so, wo ja auch GTE und GT3 quasi gemischt ist, gemeinsam mit quasi selbst entworfenen Gruppe 3 Autos von Gran Turismo, also zum Beispiel ja den Beetle oder so, den gibt es ja nicht in Realität so an für sich, auch wenn JP ihn nachgebaut hat, ja, ich weiß, Leute, aber an für sich, es gibt ja keinen Beetle, wo du die Performance da beziehen kannst drauf. Darum geht's ja. Und trotzdem, ja, du hast natürlich auch hier GTE, GT3 und erfundene GT3s, aber du hast einen Rahmen, in dem du dich bewegst, der doch recht überschaubar ist. Sobald es zum Thema geht, hey, du könntest für ein Rennen ein GT3-Auto nehmen oder ein Bugatti Veyron. Viel Spaß beim Balancen. So, das ist dann lustig. Weil dann fährst du zum Beispiel in Monaco und denkst dir, boah, das GT3-Auto, tausendmal besser als ein Bugatti. Und dann fährst du in Le Mans und denkst dir, Alter, warum habe ich nicht den Bugatti genommen? Wobei man jetzt an der Stelle auch nochmal ganz kurz ergänzen kann, ich hatte ja gerade das Beispiel mit Audi R8 gebracht. Und ich habe ja gesagt, dass es teilweise innerhalb einer Spielreihe spielübergreifend dann ja auch schon so, dass man quasi krasse Performance hat. Oder dass sich da irgendwie so ein System durchzieht. Und bei Forza ist es definitiv für mich auch ein ganz guter Beleg gewesen, das Thema mit dem Audi A8, dass allradbetriebene Autos da einfach ziemlich stark sind. Also allradbetriebene Autos, habe ich immer das Gefühl, sind in Forza so stabil. Und da kannst du quasi alles dagegen schmeißen. Die fahren halt echt gut. Die beschleunigen krass in niedrigen Geschwindigkeitsregionen, liegen gut in der Kurve, du kommst gut aus der Kurve wieder raus. Und wenn du bei hohen Geschwindigkeiten bist, dann ist ja eigentlich so ein bisschen das so, dass der Allradantrieb ja quasi gegen dich arbeitet und dass ein Allrad dann eine etwas langsamere Beschleunigung irgendwann hat, als wenn du Zweiradantrieb quasi hast. Aber da ist es halt de facto so gewesen, dass der R8 vor allem auf Döttinger Höhe oder so immer weiter marschiert ist. Dieses Auto war der absolute Wahnsinn. Ist wirklich crazy gewesen. Ja, und da wir jetzt auch nochmal über das Thema R8 kurz gesprochen haben, vielleicht noch ein letztes Thema. Auch hier sei gesagt, diese Folge wird 9 Tage vor ihrer Veröffentlichung aufgenommen. Vielleicht gibt es da irgendwann nochmal neue Status-Updates für mich, die ich dann irgendwann weitergeben kann.
Aber Status quo bin ich bei dem Thema Autosuche, weil auch da ein bisschen gefragt wurde in den Kommentaren und weil Leute da teilweise sehr... Ich weiß, es ist weird, wie die Drehzahl oder wie das Sound sich hier anhört. Ja, also Dave, du spannst es ja schon irgendwie auf die Folter und so weiter und so fort. Das Ding ist, mach das nicht absichtlich. Ich bin jemand, der gerne teast. Ich habe auch schon mal vor ein paar Monaten mittlerweile dann so quasi mal so Handbuch und Schlüssel und so von einem Ferrari 355 mal im Internet geteilt. Und damit so ein bisschen, ja, so quasi auf Gag-Basis angelehnt so tun wollen, als hätte ich da mir jetzt schon Ferrari geholt. Und ich trolle da manchmal schon so ein bisschen rein, auch mit so einem Ferrari-Lenkrad mit einer 73 drauf. Übrigens, die Story dahinter ist, es gab 200 Pista Piloti und die haben nur Rennfahrer bekommen. Und ich habe auf mobile.de mal nach den Pistas gesucht und ich habe nur ein Auto angeklickt aus der ganzen Liste, weil ich so irritiert war, so, oh, es gibt einen Ferrari in Dresden? Klicke das an und dieses eine einzige Auto, das ich angeklickt habe, war der Pista Piloti mit der Nummer 73. Zufälle gibt's. Also wirklich, das war so crazy. Das fand ich schon richtig, richtig heftig. Ja, und im Prinzip habe ich dann die Bilder von diesem Pista Piloti auch kopiert. Hab damit auch ein bisschen reingetrollt. Und ich sag, wie es ist. In den letzten Wochen auch teilweise über die Überlegung, hey, wie teuer sind so Zinsen oder so, wenn du dir mal einen Kredit eventuell aufnimmst. Und so weiter und so fort. Es gab schon die eine oder andere kleine Anpassung, auch mal in der Überlegung, was ist budgettechnisch eventuell klug oder nicht. Ich kann auch übrigens sagen, weil mir das empfohlen wurde, Dave, Autos sind Verbindlichkeiten, investierst du lieber in Aktien? Nö. Wenn du das gewerblich nutzt, hast du nochmal andere Möglichkeiten. Und das bieten dir Aktien eben nicht. Ich habe sehr viele Aktien. Ich habe einige davon auch hier und da liquidiert. Das Ding ist, Aktien, an die bist du auch im Prinzip gebunden, wenn sie nicht im Plus sind, soll oder willst du sie eigentlich nicht verkaufen. Ich möchte auf jeden Fall nicht die Aktien jetzt liquidieren mit negativem Kursverlauf. Aber es gibt schon Möglichkeiten, die man mit dem Auto hat, dass man da am Ende auch, jetzt sage ich mal, finanziell nicht so viel schlechter am Ende dasteht. Und da geht es tatsächlich nicht rein nur um das Thema Wertsteigerung oder so. Aber es gab auch schon einige Überlegungen, wie schaut es jetzt aus, was für ein Auto wird's und so weiter und so fort. Und ich kann sagen, ich möchte dann nicht irgendwie jetzt, wenn ich die letzten Tage mal darüber gesprochen habe, ich wollte dann nicht quasi nochmal so ein bisschen nochmal reintrollen und so, haha Leute, ihr werdet nie erraten, was es ist, sondern aktueller Stand der Dinge ist halt tatsächlich, wie gesagt, jetzt am 23.01. am Montag, ich weiß selbst nicht genau, was für ein Auto es wird, Stand jetzt. Und ehrlich gesagt auch gerade, ob es ein Auto wird, weil mir diese Suche auch teilweise ein bisschen auf den Keks geht. Also, wenn man das jetzt mal auf so quasi ganz universale Recherche bezieht, dann ist es ja im Prinzip tatsächlich schon so, dass du ja mit allerlei Händlern auch zu tun hast und vielleicht teilweise nicht nur mit den Herstellern direkt. Und du guckst dir die Autos an, manche sehen super aus, manche haben dann irgendwie... Und das ärgert mich dann ganz besonders, ja. Manche musst du erst erfragen, so wenn da kein Zustand zum Beispiel dabei steht. Ist das jetzt ein unfallfreies Auto? Ja, nein. Und dann rufst du an oder im schlimmsten Fall fährst da vorbei. Ja, das Auto hat übrigens noch hier eine kleine Nachlackierung. Okay, ja. Wenn es ein etwas günstigeres Auto wäre, würde es mich wahrscheinlich nicht stören, weil es okay. Wenn es ein Auto ist, wo du dir erhoffst, dass es seinen sechsstelligen Wert erhält, dann stört es mich schon, wenn der irgendwo angeditscht ist.
Und das würde ich im Idealfall gerne im Vorhinein erfahren. Genauso wie zum Beispiel auch, wenn bei einem Automobilhersteller vielleicht die Fahrsicherheit / Trackday whatever Flotte aufgelöst wird und du dann mitbekommst, ja, dieses Auto ist zwar jetzt nur 6.000, 7.000 Kilometer gerollt, was an für sich ein sehr guter Wert ist, aber das ist alles im Rahmen von so Fahrsicherheitstraining und Co. gewesen. Und mir ist klar, da fährt jetzt niemand wie Ken Block es eins getan hat, Ruhe im Frieden. Mir ist klar, da fährt niemand wie, keine Ahnung, der Formel-1-Fahrer schlechthin um Rundkurse damit und ballert da durch die Gegend. Aber wenn man sich mal überlegt, dass dieses Auto dann primär für den Streckeneinsatz, so ganz pauschal formuliert, genutzt wurde, dann sind das bei 6.500 Kilometern, sagen wir mal etwa, ein bisschen weniger vielleicht, über 1.200 Runden Nürburgring-GP-Kurs. Und jetzt die Frage, willst du dir ein Auto holen mit 1.200 Runden Nürburgring-GP-Kurs-Erfahrung? So grob, ja, hochgerechnet. Natürlich ist er nicht auf dem Nürburgring-GP-Kurs selbst gelaufen, aber würdest du das Auto gerne haben? Selbst wenn da irgendwie alles mögliche technisch ausgetauscht wurde und so? Dies, das, Ananas? Weiß ich nicht. Schwierig. Schwieriges Thema. Weil das Chassis wurde ja zum Beispiel dann sicherlich nicht ausgetauscht. Und gehen ja auch schon ein bisschen mal teilweise aufs Chassis, wenn du mal so ein Auto zügiger fährst. Und mir ist klar, wenn jemand irgendwie auf der Autobahn ein bisschen heizt, dann geht es auch aufs Auto. Das ist mir schon klar, aber ich finde, auf der Rennstrecke ist es halt schon immer ein bisschen wieder was anderes als Thema. Naja, long story short. Aktuell erweist es sich halt ein bisschen als schwierig. Vor allem, weil eine Sache auch ein bisschen ärgerlich ist. Ich meine, das Erste, was ich jetzt formuliere, das finde ich löblich. Wenn jemand so diese kaufmännische Ehre vertritt und sagt, hey, wenn vor euch noch ein Interessent war, dann möchte ich ihm erst Bescheid geben, dass ihr auch Interesse habt. Und ich möchte erst klären, ob die Person quasi, wenn sie halt, keine Ahnung, eine Reservierung von einem Tag oder so hat, ich möchte erst mit der Person klären, was Sache ist. Und wenn das Auto dann frei ist, könnt ihr das gerne haben. Aber wenn die Person quasi so die Hand draufgelegt hat, dann ist das Auto weg. So, und das Ding ist, wir haben jetzt in einem Fall, wo wir ein Auto dringend wollten, mein Bruder und ich gucken es uns halt primär an, diese Autos, deswegen rede ich immer von wir. In dem einen Fall, wo wir ein Auto richtig, richtig geil gefunden haben, von einer bestimmten Marke, da haben mein Bruder und ich gesagt, geil, hätten wir gern. Und da hatten wir es leider mit jemandem zu tun, der es mit der kaufmännischen Ehre nicht so eng genommen hat. Wir haben gesagt, hey, wir wären bereit, wir wollen das Auto bitte reservieren, wir wären bereit, auch im Zweifel mal eine Anzahlung zu machen, so, dass man sich das Auto vielleicht mal einen Tag reservieren kann. Dass man es auf der Webseite reservieren kann, wurde uns nicht gesagt. Und letztendlich, wir hatten im Prinzip nicht mal die Chance, dieses Auto jemals zu kaufen. Weil am Tag darauf kam uns der Anruf entgegen, ja, das Auto ist jetzt weg, tschüss. Und da bin ich mittlerweile sehr ernüchtert wegen dieser ganzen Autosuchthematik. Und in Gedanken ist es gerade ein bisschen auf Eis gelegt. 1 Million haben wir geknackt im Spiel, erstmals. Let's go. 1 Million geknackt. Gibt's hier Formel-Autos? Nee, ich glaube nur japanische GT-Autos. Komm, irgendwas Cooles. Alter, das ist... Oh Gott, Alter. Boah. Junge! Oh nee, ey. Komm schon. Wir haben 37,5%. 3/8 des Spiels haben wir durch. Och Mann. Ja, cool.
Immerhin haben wir dadurch jetzt 1,3 Millionen. Es ist ja immerhin auch was. So, Leute. Ja, wir starten die Folge, wie wir sie beendet haben. Mit dem 8er NSX. So ernüchtert, ey. Oh. Ja, als nächstes steht für mich jetzt noch ein Endurance-Rennen an. Mal schauen, welches ich dann machen werde. Ich werde es wahrscheinlich nicht heute machen, weil ich bin ein bisschen müde. Ich habe auch nicht so unendlich lang geschlafen. Aber ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser Episode. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Gerne ein Abo raushauen. Beim nächsten Mal wieder dabei sein. Bis demnächst. Ciao.